800.000 Abonnenten. Das sollte schon etwas Besonderes sein. Ach man, Leute, es ist halt so kacke alles. Kann ich mehr denken. Retalk, ich bin... Ich kann euch sagen, das, was ich vorhabe, ist besonders. Denn ich glaube, der Großteil von euch klickt auf dieses Video und fragt sich einfach nur, wie soll das möglich sein? Aber hättest du mir beispielsweise 2018 gesagt, dass ich in 3 Jahren die 800.000 Abonnenten knacken werde, dann hätte ich das Ganze genauso angezweifelt, beziehungsweise für unmöglich erklärt. Deswegen passt das Ganze heute, Unmögliches zu probieren und eventuell auch sogar zu schaffen. Denn wir wollen Minecraft mit 0 Herzen durchspielen. Das bin ich. Normalerweise habe ich 10 Herzen. Normalerweise. Heute bekomme ich sehr viel Schaden auf einmal und regeneriere nicht mehr zurück, weil ich habe nur noch 0 Herzen. Und diese 0 Herzen bleiben die gesamte Zeit für immer. Und eigentlich wäre man tot, wenn man 0 Herzen in Minecraft hat. Aber es sind nicht die einzigen Herzen, die im Spiel existieren. Es gibt ein bestimmtes Item, das dir besondere Herzen geben kann. Und zwar diese 2 gelb-goldene Absorption-Herzen. Das kleine Problem an diesen Herzen ist, dass sie nur temporär da sind. Die sind irgendwann weg. Und wenn sie weg sind, dann sind wir auch weg. Das bedeutet, wir müssen den Absorption-Effekt so lang wie möglich erhalten. Am Anfang haben wir nur eine 10-minütige Start-Absorption-Zeit und daraufhin wird jeder goldene Apfel, den wir essen, diese Zeit um 2 Minuten verlängern. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen uns einen sehr strukturierten Plan überlegen und dieser ist eingeteilt in 4 Bereiche. Die Overworld. So schnell wie möglich viele Äpfel farmen, um viele Goldäpfel zu craften, alle nötigen Eisenressourcen zusammenholen, genug Essen zusammensuchen für den gesamten Run und einen Lavasee finden, um so schnell wie möglich in den Nether zu kommen. Das ist der zweite Part, der Nether. Direkt am Anfang eine Bastion finden, um so viele Goldressourcen wie möglich zu bekommen. Aus diesen können wir problemlos unsere Zeit verlängern, da wir nun in der Lage sind, Goldäpfel zu craften. Mit dieser neu gewonnenen Zeit suchen wir so schnell wie möglich Blazes in einer Festung und haben mit den davor gewonnenen Enderperlen durch Pigling Trading alle Ressourcen für die Stronghold-Suche zusammen. Das ergibt Part 3. Der Weg zu dem Stronghold. Haben wir es sicher aus dem Nether geschafft, geht es darum, so schnell wie möglich in den Stronghold zu kommen, ohne dabei viel Schaden zu nehmen. Dabei müssen wir weiterhin die Zeit im Auge behalten, denn sollten wir zu wenig Zeit haben für den Drachenkampf, sind wir gezwungen, ein weiteres Mal in den Nether zu gehen, um noch mehr Gold zu holen. Sollte der Stronghold auch kein Problem für uns dargestellt haben, beginnt Part 4, der entscheidende Part, der Drachenkampf. Wir müssen so schnell wie möglich den Drachen töten, ohne dass dabei die Zeit abläuft oder wir zu viel Schaden bekommen. Nur wenn alle Teile des Plans ideal funktionieren, ist es möglich, diese Challenge zu schaffen, weswegen ich eine lange Zeit in diese Challenge investiert habe. Und dabei sind viele, viele Sachen passiert. Real Talk, wir haben schon ganz andere Dinge hinbekommen. Meine Damen und Herren, Minecraft ohne Herzen, 0 Herzen, nur mit Absorption-Herzen durchspielen, beginnt. Auf geht es. 10 Minuten Start-Absorption. Mal gucken, was das wird. Wir werden viele Tries brauchen. Wir werden echt uns die Zähne ausbeißen. Das ist eine Challenge, die auf jeden Fall... Ja, die wird auf jeden Fall ordentlich reinballern. Mal gucken. Natürlich hier direkt mit den Äpfeln reinzustarten, ist natürlich auch geil. Ja, Mann. Ohne Mist, eine Hole in seit der 1.16. Eine richtig, richtig gute Sache, muss man sagen. Lass uns die hier hinten auch nochmal mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall ordentlich. Und das sind auch schon die ersten 90 Sekunden. Okay, das reicht jetzt auch. Wir dürfen jetzt auch nicht übertreiben. Wir brauchen so schnell wie möglich den Weizen-Trade. Bruder, mach nicht den. Mach jetzt mal bitte nicht den. Oh mein Gott. Alles klar, ich sehe schon, was in Richtung es geht. Ey! Danke. Äpfel, bitte Äpfel, bitte Äpfel. 40 Stück sollten reichen. So, dann brauchen wir auch noch mal ein bisschen Essen, so für uns. Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich in den Nether zu kommen. Wir müssen uns aber mal ganz kurz um Holz kümmern. Ja, um Holz und Eisen. Okay, guter Drop. Okay, mal gucken, ob das ein Höhleneingang ist. Wir nehmen uns auf jeden Fall ein bisschen Eisen mit. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Es geht jetzt erstmal darum, wirklich Lavasee so schnell wie möglich zu finden. Ich brauche noch Flint. Boah, jetzt kein Gravel zu finden, ist halt auch echt asozial. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass wir halt nicht das bekommen, was wir brauchen. Aber ich meine, wir haben noch 200 Minuten, bis wir sterben. Okay, wir hatten hier kein Gravel.
Also, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das wird, wenn wir wirklich aus dem Nether rauskommen und wirklich als perfekten Stronghold spielen müssen. Ein perfektes End. Hallo, hallo, ist hier noch Weizen? Ist er in den Lavasee? Nein, der ist sogar... Oh, okay, okay, okay. Yeah, I like what I see. Okay, vielleicht finden wir sogar Obsidian. Eins müssen wir abbauen. Hm, wir bräuchten drei Obsidian. Pyramide würde ich allein nur für das TNT haben. Ja, Gold nehme ich mit. Joa. Gibt schon bessere, ne? Immer zwei Goldapfel. That's true. Es gibt gut Zeit auf jeden Fall, weil wir ja auch auf jeden Fall Zeit im Nether brauchen zum Traveln. Ich würde jetzt nur mal ganz gerne wissen, ob wir hier vielleicht drei Obsidian oder so finden. Alright, wir haben sogar noch einen Goldblock und die Kiste mit drei Obsidian. Haha, ist das gut, ist das gut. Komm, sein King. Puh. Geiler Typ. So, jetzt wollen wir einfach nur noch einen guten Bastion spawnen. Okay, 5 Minuten. Hätte trotzdem ganz gerne einen anderen Spawn. Oder maybe it's the Bastion Dream. Ja, das ist jetzt der Basalt-Dream. Und was haben wir gelernt? Basalt-Delta, das einzige Biom, was es gibt im Nether, in dem keine Bastionen spawnen können. Damit haben wir, ja, fast schon mal 8 weitere Minuten, um eine Bastion zu looten und zu finden. Also erstmal zu finden und dann zu looten. Bastion. Was ist das für eine? Ist das eine Bridge? Das ist eine Bridge! Ja, das ist, by the way, eine der besten Bastionen, die wir finden können. Das sind 16 Goldblöcke jetzt hier, die, by the way, sehr praktisch sind. Für jemanden, der viele Gold dafür braucht. Das ist das erste Verschnaufen erstmal. Wir brauchen dringend eine Festung. Okay, was ist das? Das ist, oh mein Gott, das ist eine Bastion, die ich kann. Das ist eine Treasure. Alright, das ist natürlich in all der Hektik natürlich sehr ärgerlich, dass ich das vergessen habe. Na dann. Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier nicht viel Weizen ist. Moin, Kumpel. Okay, er hat direkt den richtigen Trade. Er leider nicht. Jungs, ihr raubt mir gerade ganz schön viel Zeit, ne? Wow. Geil. So, Water Bucket. Ah, ich freue mich ja jetzt schon im Nether mit Melonen gegen Blazes zu kämpfen. Das wird ein Traum. Ach man, Leute, es ist halt so kacke alles. Ich habe halt die ganze Zeit trotzdem halt übertrieben den Zeitdruck. Auch wenn ich eine Passion bekomme. Also, ich brauche mindestens 2 Fire-Resi. Gib mir direkt die Enderperlen. Wenn das hinkommt, dann boah. Ohne Fire-Resi traue ich mich nicht mit 2 Herzen gegen die Typen zu fallen. Wir müssen ohne Schild spielen. Joa, ein Drop wäre auch mal ganz cool gewesen. Noch nie sowas, also sowas Scuffedes gespielt, ne? Digga, einfach Holzschwert. Anderthalb Herzen gezogen. 7. Wir sind dann mit den Blazes, das allererste Mal. Enderperlen Nummer 1, 5 Stück. Ich brauche noch eine Bastion. Ich brauche noch eine zweite Bastion, Leute. Ohne zweite Bastion, also wir haben jetzt halt noch 6, 11 Minuten noch, die wir leben können. 11 Minuten wird nicht reichen. Wir werden noch eine Bastion looten müssen. Müssen. Wir sind halt nur leider schon... Oh mein Gott. Ja! 12. Okay, das haben wir geschafft. Wir haben alle Enderperlen plus alle Blaze Rods. Wir brauchen jetzt nur noch Zeit. Mehr Zeit. Mehr Gaps. Eine Bastion. 8 Minuten nochmal. 12 Minuten. Ich krieg's ja wohl nicht in 12 Minuten durchgespielt, oder soll ich's tryen? Ich try das. Jawohl, 2 Gaps. 2 Gaps. Let's go. Eventus ist unter diesem Berg. Also es wird vermutlich unter diesem Berg hier sein. Es ist oft unter Bergen. Wir haben nur noch 7 Minuten. Ich sag mal so, also man hat es schon schneller hinbekommen als in 7. Problem, man hatte meistens dabei kein Holzschwert oder 24 Pfeile. Da ist ein Lavasee. Soll ich nochmal einen Lavasee nehmen? Soll ich nochmal hoffen auf eine Bastion? Ich muss mich jetzt entscheiden. Wir gehen nochmal in den Nether. Also jetzt eine Bastion zu bekommen, würde einem Wunder gleichen. Ich mag Wunder. Bastion. Ha, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Okay, ich muss aber Gold abbauen, wo mich keiner sieht. Und ich habe keine Eisenspitzhacke für die Goldblöcke. Oh mein Gott. Hättet ihr mir das mal vorher gesagt?
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Die kann ich auswendig. Nee, wie gut. Hätten wir das mal vorher schon gewusst, dann hätten wir uns bestimmt den ein oder anderen Stress ersparen können. Junge, ist das bitter, dass wir keine Eisenspitzhacke haben, ne? Also wir hätten jetzt einfach nochmal so viel mehr Minuten. Okay, das ist jetzt natürlich richtig bitter. Golem, oh mein Gott, true. Ja, das kannst du keinem erzählen, was hier gerade passiert. Alright. Ich wüsste halt noch, wo, Ne, ich scheiß auf die anderen Blöcke. Ich scheiß drauf. Okay, aber das muss jetzt reichen. Ich riskiere einmal. Einfach einmal. Es ist super dämlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Es muss ungefähr in der Achse jetzt hier gerade sein, in der ich mich befinde. Oh mein Gott! Portal. Es ist kein Auge mehr drin. Ich baue eine Enderperle. Es ist kein... Wer bist du denn? Wer bist du denn? Digga, das kommt mir ja so rigged vor. Bitte! Digga, dieser Run ist insane. Was ist das für ein Run? Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nicht mehr denken. Retalk, ich bin... Oh mein Gott. Guck mal, ich sehe nicht mal das Skelett. Von wo wurde ich denn erschossen? Wer ist denn hier? Er hier! Er da unten! Er hat hier in das Loch gehockt und mich von hier getroffen. Ach komm, geh mal weg. Was ist denn das? Ciao. Wie viele Pfeile? 26. Ja, es ist nicht viel. Speedrun einfach. Jetzt mal, also abgesehen von der Tatsache, dass wir halt einen Dorfspawn hatten oder so, dass wir den gespielt haben. Wir spielen gerade echt eine gute Zeit. Der Nether war insane. Ich sag's euch mal ehrlich, vom Spawn her, etc., könnte es keinen besseren geben. Wir dürfen halt auch eine Sache nicht vergessen, ne? Wenn ein Auge kaputt geht und wir haben ein Zero-Portal. Ich wäre schon traurig. Ozean. Please. Komm, Junge. Komm, gib mir den Wasser-Stronghold. Ich sehe den Portalraum. Let's go! Digga, ich muss ruhig bleiben. Digga, ich muss ruhig bleiben. Portalraum. Wir haben alle Augen. Drei Augen-Seed. Ist auch schon eine Weile her. Lass mich nachdenken. Wie viel Zeit haben wir? Viel. 26 Pfeile. Joa. Junge, ich hab's zu lange nicht gemacht, ne? Ich hab gar kein Tower Aim. Ich shake. 26 Pfeile. 25 nur noch. Noch Ecke. Mit 5. So, jetzt alles aber kein Spigget-Drachen. Er darf sich einfach jetzt nicht dumm drehen. Wir müssen, Millie. Wir haben keine andere Wahl. Was? Alright. Noch einmal purgen. Der Damage geht mit Dia-Schwert echt gut rein. Ey, zum Glück habe ich auch einen Kürbis, ne? Das war eine Spigget-Drehung. Das Lächerliche ist, ich kann nicht mal was dafür. Er hat sich einfach... Der dreht sich in Vanilla nicht so. Er dreht sich in Vanilla nicht so. Ich habe so krass daran geglaubt. Ich war noch nie so kurz davor, wirklich wegen einer Challenge. Dicker, das ist insane gerade. Ich hätte es jetzt einfach aus dem Leben geschafft. Diese Challenge wäre einfach fertig. Es wäre einfach zu Ende. Ich will einfach diese Challenge gar nicht mehr spielen. Ich will es einfach schaffen und hinter mir haben. Post gespawnt. Wir müssen Neck-Neck laufen. Aber nee. Ich glaube nicht, dass ich Neck-Neck laufen werde. Let's go! Das ist, by the way, eine Treasure. Das ist die beste Bastion, die man haben kann. Oh mein Gott! Oh mein. Was ist das denn hier? Alright, ich muss kurz gut spielen. Ich schwitze instant so krass. Das ist so dumm.
So, das ist schon mal ordentlich Gold. So, ich weiß nicht, ob ich auf in den Knast gehe. Also in den Knastraum. Ist schon riskant. Klar, es ist risky. Aber da hinten war auch noch eine andere Bastion. Ich gehe in die Schatzkammer. So, die Goldblöcke nehme ich noch nicht mit. Hui. Aber wir müssen nach oben und erstmal gucken. Ja, eine Treasure-Bastion, wie es jetzt hier gerade der Fall war, ist halt eine der besten. Das ist die beste. Ihr seht ja, wie viel ich daraus bekomme. So, und da ist noch eine Bastion und die holen wir uns direkt danach. Also die holen wir uns jetzt. Ist das ein Hogland Stables? Nee, das ist eine Housing. Okay, wir haben die Zeit eigentlich mit Blöcken rüberzubauen. Ich würde auch ganz gerne dann dort direkt traden und von dort aus weiter. Ja, Fortress hoffe ich dann gleich zu finden. Ne? So, ich hoffe, dass wir hier stabil traden können. Ich weiß nicht, wie viel ich den halt reinwerfen kann. Halt logischerweise jetzt nicht alles, ne? Ich brauche auch Fire-Resi. Ender-Perlen brauche ich auch. Ich weiß nicht, ich sehe noch keine Fire-Resi bis jetzt. Perlen haben wir genug auf jeden. 6 Obsidian, eine Fire-Resi. Ich will 2. Ich will mindestens 2. Okay, sehr gut. Eine zweite. Na dann. Wir haben auch 10 Obsidian. Ist das ein Traum. Wir kommen aus dem kleinen Paradies jetzt. Obvious könnte man jetzt halt nochmal ein bisschen, ne, hier looten, die Kisten und so. Aber ich will einfach gar kein Risiko jetzt gehen. Das Ding ist halt, wir haben halt nur 2 Fire-Resi, mit denen wir besser halt sparsam umgehen. Alright, 5. Komm, eine. Das ist gerade sehr unangenehm. Ich könnte heulen, ich könnte legit heulen. Was mache ich? Meine Fire Resistance over. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich hab selbst zu verantworten. Die Challenge ist verflucht oder irgendwie sowas. Okay, ich sehe Weizen. Ich sehe eine Pyra. Alright, Leute, ich sage euch eine Sache. Wenn das nicht der Seed ist, das ist der Seed der Seeds. Meine Damen und Herren. Bitte, werden wir Minecraft mit 0 Herzen heute durchspielen? Ich glaube, ja, lass es uns auf jeden Fall einfach mal schaffen. Alter, dass ich die einmal falsch hinbekommen habe, voll gut, oder? Das war echt satisfying. Hallo, bitte. 6 Diamanten, 8 Gaps, 2 OP Gaps. Kratzen! Nuggets kratzen. Wenn ich hier jemanden heute nicht Nuggets kratzen sehe, Leute. Ich erwische jeden. Ja, wow, Hilfe, mir wird schwindelig. Hey, Minecraft, es wird Zeit für eine. Bastion. Das Geile ist halt wirklich Dia-Spitzhacke. Kannst halt so geil damit kratzen. Oh, da ist ja eine. Oh nein. Dahinter eine Festung. Ach, Digga, du willst mich auch rollen. Ey, lass es bitte einfach eine Housing sein. Bitte eine Housing. Oh mein Gott, es ist eine Housing. Housing! Bastion! Let's freaking go! So, hier sind nämlich nochmal 3 Blöcke, die ich normalerweise nicht immer mitnehme, aber heute schon. Much Enderperlos. 11. Doppel Fire Resi. Dreifach Fire Resi. Alright, erstmal basically enough. Ich wollte es noch nicht machen, aber wir müssen mehr oder weniger. Wir sind jetzt gezwungen dazu, die Rods zu holen. Wo das mir halt way too early ist eigentlich. Also was heißt zu early, aber ja, zu risky. Risk it for the biscuit. 6. 7. Ja, Leute, jetzt kommt der entscheidende Part. Wir haben jetzt nämlich noch nicht mal mehr 10 Minuten Zeit für eine weitere Bastion. Okay, ey, kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Aber bei aller Liebe, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Kamikaze-Sniper. Und nach über 160 Versuchen kann ich euch den Run präsentieren. Sehr schöne Pyramide. Pyramiden-Runs darf man ehrlich gesagt nie unterschätzen. Die waren bis jetzt meistens immer die besten. Hallo, kannst du bitte explodieren?
Danke. So, Fire Aspect, Proj Prod, ein Gap, 11 Gold, 3 Eisen. Joa, kann man mitnehmen. Was geht ab? So, ja, Zeit haben wir ein bisschen verzockt, muss ich sagen. Nicht so geil. Aber ich spiele den Run jetzt einfach mal weiter, damit wir mal einen Run spielen überhaupt. So, ja, wir sind nicht so geil in der Zeit, muss ich sagen, to be honest. Aber wir können ja sogar noch einen Gap machen. So, Ola. Ui, what's up, Alter? Was geht ab? Was haben wir denn da überhaupt für eine tolle Bastion? Ist es eine Stables? Maybe, ne? Es ist eine Hoglin Stables. Das ist, by the way, die schlechteste Bastion, die du bekommen kannst. Ja, es fängt schon wieder an, aber es ist ja schon mal gut, dass wir überhaupt noch eine Bastion am Anfang haben. Ich gehe oben die Kisten looten, aber rein theoretisch kann ich dir so viel sagen. Also, wenn wir jetzt hier am Ende zwei Gaps rausbekommen, ist es gut. Ja, du siehst, also, was soll ich jetzt zu solchen Kisten sagen, ne? Quick Charge 3, okay. Ganz cool, aber ja, mehr auch nicht. Ja, Pfeil ist auf jeden Fall ganz cool für später. Ja, und wir sind halt mittlerweile gefühlt Full Gold. Krass. Durchwachsene Gefühle, to be honest. Reichen die Gold aus, nicht sich über Wasser zu halten? Schon. Da musst du aber durchgehen. Ich halt immer wieder stabile Nether Wastes Biome haben. Also wo du auch genügend Gold Ores findest. Aber dann willst du ja irgendwann aus dem Nether wieder raus. Du willst ja dann eigentlich noch in den Stronghold. Also sprich, traveln über die Overworld. Du willst dann später auch noch Enderdrachen im End fighten. Das wird dann ein bisschen knapp. Also du kannst auf jeden Fall dann nicht mit einem Gap oder so dann raus aus dem Nether gehen und dann in der so 4 Minuten Spielzeit den Drachen töten und einen Stronghold finden, weißt du? Das ist jetzt auch ein Run, wenn der jetzt vorbeigeht, so, yo. Ist jetzt nicht so krass schlimm für mich, weil ihr seht ja, was wir haben. So, wir können da nochmal kratzen. Das wird uns nochmal am Leben halten. Wir müssen aber auf jeden Fall eine weitere gute Bastion finden. Und das müsste schon eine Treasure mindestens sein. Also, was heißt mindestens? Ich würde jede nehmen. Wir müssen auf jeden Fall für den Run Minimum 2 Bastionen noch holen. Ja, das ist natürlich auch richtig gut. Das bringt auf jeden Fall mal gut Zeit. Obsidian auch richtig schön. Und wir haben 2 Goldblöcke. Achtung gegen Haltbarkeit der Spitzhacke. Good call. Das ist immer ein relativ angenehmer Run aufgrund der Pyramide, was unseren Eisenbestand angeht. Da vorne ist ein Crimson Forest. Eh immer sehr riskant zu spielen. Warte mal, wie komme ich denn jetzt am besten zu der... das ist beide eine richtig gute. Wie kommen wir da lang? Ich glaube, wir laufen lieber so lang. Aber wir gehen erstmal den Safe Part. Mal gucken. Ich sollte den aber eigentlich in zwei... Ja, klar. Safe. Es ist eine Treasure. Sehr, sehr geil. Moin Jungs, was geht ab? So, meine Damen und Herren, wir müssen einmal jetzt hier das zubauen, damit uns kein Crossbow-Amigo abschießt. Dann wichtig, das hier zu machen. Das. Hier darf keiner rein. Und dann gibt es feste Spots in dieser wunderbaren Bastion, an der du halt Gold farmen kannst. Und mit diesem Gold machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit. Das sind Gaps, aber für mich in dem Fall einfach mal Zeit. Dann essen wir noch einen. Das wird, by the way, ein sehr, sehr, sehr risky Play. Treasure-Bastionen sind die gefährlichsten für uns. In dem Fall ist es einfach ein richtig, richtig hohes Risiko, dass wir eingehen mit dieser Bastion, weil wir gleich in den Gefängnisraum gehen werden. Und der Gefängnisraum ist, so würde ich sagen, 50-50 Chance. Ja, ich würde sogar, die Odds sind sogar noch ein bisschen schlechter, dass man das überlebt. Weil dort gibt es Magma-Slimes, Magma-Cubes, die richtig viel Stress von dir wollen. Und es gibt eben auch Piglins. Und wir gehen jetzt halt in den großen Palast. Der große Palast ist das hier. Das ist das Gefängnis. Dieses Gefängnis, sage ich dir mal ganz ehrlich, in dem hast du nicht immer Spaß. Also die 2 Goldblöcke nehmen wir nicht mit, weil die ganzen Piglins dann auf uns aggroen. Was wir machen, ist durchschnaufen und direkt reinrushen. Wo wir reinrushen, ist das Paradies an Goldblöcken, aber das Paradies auch für manche Monster. Weil was du jetzt hier siehst, das ist geil, ne? Das ist halt ultra geil. Als erstes, Dia-Hose Netherite. Prod 3 Hose, let's go. So, dann musst du auch aufpassen, dass die Blöcke nicht hier in die Lava fallen. Es kann auch von überall noch ein kleiner Sniper stehen. Du hörst auch, dass die Piglins ein bisschen braindead in die Lava laufen. Das stört mich nicht. So, das sind die Sniper. Die sind nicht so cool. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass das hier gerade nicht so die kranke Ausbeute ist, to be honest. Also es sind nicht so viele Blöcke, wie man es normalerweise manchmal gewohnt ist. Jetzt heißt es erstmal ganz kurz, sicher hier rauskommen. Hallo? Hallo?
So, das ist der Moment, wo ich mal durchschnaufe. Es sei denn, es kommt jetzt gleich Lava von vorne. Aber so weit, so gut. Ja, es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Wir müssen jetzt Festung spielen, traden. Mindestens 12, 13 Enderperlen haben müssen. Und eigentlich mindestens 2 Feierriesi haben wollen. Am liebsten 3. Also wir gehen erst in die Festung, wenn wir eine Festung finden, logischerweise. Aber auch brauchen wir einen Spot, mit dem wir gut traden können. So, wir könnten jetzt rein theoretisch den Kratzer machen und sagen, okay, wir farmen jetzt das ganze Gold jetzt hier noch ab. Könnte man machen, ja. Wir machen es aber jetzt erstmal so, dass wir mit den 2 traden. Ne, wir traden mit den 3 hier. Passt auf, zack, 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 zack. Jungs, bitte einmal hier rein. Und dann wird jetzt erstmal getradet. Erste Enderperlenladung, 6, ist okay. Dann bitte nochmal eine etwas Größe beim zweiten. Obsidian geht auf 18. Hätte gerne mehr. Oh, da ist sogar noch mehr. Geil. Alright, Enderperlen haben wir genug. Erste Feierriesi. Genau so soll es laufen. Also, wir brauchen eine zweite Feierriesi. Ohne eine zweite Feierriesi spiele ich hier nämlich kein Nether. Keine Festung. 3 Minuten Feierriesi reicht nicht aus. Ich kenne meine Raids. Oh, moin. Da liegt sie. Ja, okay, 32 Enderperlen. Dankeschön, Minecraft. Das ist insane. Also, es ist real talk insane. Rest RNGs. Wir haben 19 Minuten für Festung wie auch aktuell Stronghold und End. Aber wer mich kennt, kann sich eventuell vorstellen, dass wir das jetzt nicht so spielen werden, wie wir spielen werden. Wir werden niemals mit 19 Minuten jetzt auch das End spielen wollen. Also ich werde, wenn, nochmal auf die dritte Bastion eigentlich hoffen müssen. Ja, jetzt beginnt halt der kritische Part. Keine Festung. Und der Nether sieht langsam so aus. Jetzt ist halt die Frage, durchbauen, zurücklaufen, was macht man? Ja, wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Yes, let's go! Ich freue mich tatsächlich gerade über die Bastion mehr als über eine Festung, weil ich will einfach mehr Zeit haben, weil Zeit gerade irgendwie wichtiger ist. Boah, lass es bitte eine Housing sein. Housing wäre cool. Und es ist eine Housing! Sehr, sehr gut. Housing ist Jackpot. Also was heißt Jackpot, aber es ist auf jeden Fall nochmal gut, denn wir haben mindestens 8, 9 Blöcke nochmal on top. Aber wenn wir Glück haben, hier ist nämlich mal eine Double Chest, die nochmal dick, dick gönnen kann, was Pfeile angeht. Ja, wir können bald aber nochmal mehr holen, aber ich will jetzt eigentlich eher die Zeit investieren für eine Festung. So, es gibt gefühlt keine schönere Aussicht im Nether als das jetzt hier gerade. Festung! Okay, Leute, jetzt wird's langsam, jetzt wird's sehr heiß. Jetzt wird's sehr, sehr heiß. It's getting hot in here und meine Hände werden kälter und schwitziger, falls es euch irgendwie interessiert. Ist es gerade eine 100% Droprate? Nur so als Frage. 100% Droprate! Okay, wir warten mal den letzten. Ich habe 8 Stück und habe 10 gekillt. Ich brauche 2. Ich brauche 2 Feierriesi. Bruder, ey, das ist asozial, ne? Hallo. Also ich würde einen Open Stronghold sehr gerne nehmen, was auch sehr angenehm ist für die Challenge. Wir können sehr verschwenderisch werfen. Ich würde sehr, sehr gerne einen Kürbis haben noch. Haltet mal mit Ausschau nach einem Kürbis. So, in der Kiste kann nämlich, by the way, auch ein Kürbis sein. Zu 20%. Frag nicht, warum ich das weiß. Nur um nochmal sicher zu gehen. Wir können verschwenderisch spielen, was auch mal ganz angenehm ist. Okay. Da ist er! Dicker, das ist der Raum! Oh mein Gott, Hilfe. Dicker, wir haben instant den Raum. Okay, aber wir haben keinen Kürbis. Wir haben keinen Kürbis. Leute, ich will jetzt das nicht an einem Dings scheitern lassen. Gebt mir eine Minute. Länger suche ich nicht. Leute, von allen Gebäuden vom Stronghold guckt nur der Portalraum raus. Ihr wisst schon, was da die Wahrscheinlichkeit für ist. Okay.
800.000 Abonnenten. Sollte schon etwas Besonderes sein. Ich kann euch sagen, das, was ich vorhabe, ist besonders. Denn ich glaube, der Großteil von euch klickt auf dieses Video keine und fragt sich einfach nur, wie soll das möglich sein? Aber hättest du mir beispielsweise 2018 gesagt, dass ich in 3 Jahren die 800.000 Abonnenten knacken werde, dann hätte ich das Ganze genauso angezweifelt, beziehungsweise für unmöglich erklärt. Deswegen passt das Ganze, heute Unmögliches zu probieren und eventuell auch sogar zu schaffen. Denn wir wollen Minecraft mit 0 Herzen durchspielen. Nur wenn alle Teile des Plans ideal funktionieren, ist es möglich, diese Challenge zu schaffen. Und nur leider ist dies nicht immer garantiert. Weswegen ich eine lange Zeit in diese Challenge investiert habe. Und dabei sind viele, viele Sachen passiert. So, ja, Zeit haben wir ein bisschen verzockt, muss ich sagen. Nicht so geil. Aber ich spiele den Run jetzt einfach mal weiter, damit wir mal einen Run spielen überhaupt. Es ist nicht schlimm. Oh mein Gott. Guck mal, ich sehe nicht mal das Skelett. Von wo wurde ich denn erschossen? Das ist so dumm. Wieso kann er mir da jetzt einen Hit geben? Ich war noch nie so kurz davor, wirklich wegen der Challenge. Dicker, das ist insane, oder? Ich hätte es einfach aus dem Leben geschafft. Diese Challenge wäre einfach fertig. Es wäre einfach zu Ende. Let's go! Oh mein Gott! Ich komm nicht mehr. Oh mein Gott! Ich hab sowas lange nicht mehr gehabt. Ich zitter null, aber ey. Wir haben es geschafft. Ich kann es noch nicht fassen. Ich kann es Real Talk noch nicht fassen. Wirklich, Leute, meine ganzen Hände kribbeln. Ich vibriere. Meine Hände sind am Einschlafen, so ist das Gefühl. Ich bin eiskalt. Es ist Wahnsinn, was dieses Spiel mit mir machen kann. Oh mein Gott. Wie lange saßen wir an dieser Sache, Alter? Wie viele Tries haben wir wirklich hier versucht, das zu schaffen? Null Herzen. Minecraft mit 0 Herzen. Nur Absorption-Herzen, die alle 2 Minuten weggehen und verlängert werden müssen. Das ist halt wirklich keine Challenge mehr am Ende gewesen. Das ist ja wirklich ein kleines Meisterwerk. Wir mussten das so perfektionieren, dass das was wird. Dass man einzelne Schritte auswendig lernt, Bastionen auswendig lernt, genau weiß, wie man was zu spielen hat, um am Ende halt einfach den perfekten Run zu haben. Und wie oft hatten wir die Situation schon, dass wir den perfekten Run vor uns hatten und es kam immer noch irgendetwas dazwischen. Genau diese Situation, in der wir uns jetzt hier am Ende befanden, das hatte ich schon mal. Ich hatte genau das gleiche Gefühl wie jetzt gerade eben, schon mal. Aber dann sind wir gestorben, weil der Drache sich einfach nochmal gedreht hatte und das genau das gleiche hat er heute nochmal gemacht. Aber er hat uns noch normales Knockback gegeben, dass wir nicht instant gestorben sind. Das war das Dorf. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so glücklich innerlich, dass wir das gerade geschafft haben. Puh, Leute, ich bin sehr, sehr erleichtert. Das ist eine riesen, riesen Last, die gerade von mir fällt. Weil mich hatte diese Challenge in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr krass mitgenommen. Am Anfang konnte ich teilweise wirklich nicht. Also ich war so unzufrieden mit meinen Streams. Ich war so unzufrieden damit, dass ich nur noch an dieser einen Challenge hänge. Und es nimmt mir auch ein bisschen so meine Motivation und mein Minecraft-Stolz, wenn ich halt wirklich so lange brauche für so eine Challenge. Aber die ist wirklich insane schwer. Sie ist wirklich insane schwer. Wir haben es, Leute. Question in